Also es ist ja so, dass die Begriffe sehr oft synonym verwendet werden in der Lehre, also in Diskussionen, in der Fachliteratur. Wir verwenden so als Überbegriff den Begriff der Vielfalt. Und wenn man dann eben runtergeht und sagt, dann ist Diversität, bezeichnet eigentlich so alle Unterschiede und Gemeinsamkeiten oder das Bewusstsein für alle Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und da beziehen wir uns eigentlich auf die Kerndimensionen der Diversität im Hochschulkontext, was zum Beispiel wäre Alter, Geschlecht, körperliche Fähigkeiten, Herkunft und so weiter. Und bei Heterogenität schauen wir eher drauf. Also Heterogenität ist eher ein Konzept, das sehr konkrete didaktische Anleitungen auch gibt. Also bei Heterogenität kann man sagen, man bezieht sich auf die Merkmale, die irgendwie fürs Lernen relevant sind, sei es zum Beispiel die Motivation oder das Vorwissen. Und dadurch kann man eine ganz gute Abgrenzung eigentlich dieser beiden Begriffe vornehmen. Also beide Begriffe haben für mich das Ziel, zu sagen, einen guten Umgang mit Vielfalt zu schaffen, die Potenziale und Ressourcen zu nutzen, die im Seminarraum vorhanden sind, durch die Vielfalt der Studierenden, aber natürlich auch der Lehrenden. Bei Diversität kann man sagen, da geht es einfach auch noch wirklich um das Thema der Bildungsgerechtigkeit, ne? Also zu schauen, welche Menschen kommen an die Hochschule, wie kann ich den Hochschulzugang, aber auch dann den Hochschulverbleib oder den erfolgreichen Durchlauf der Hochschule gewähren. Und im Allgemeinen geht es einfach darum, sowohl bei Diversität als auch bei Heterogenität zu sagen, wie können wir ein gutes Miteinander unter Wahrung der Vielfalt schaffen. Das heißt praktisch, dass sich nicht die Studierenden einseitig an den Hochschulkontext anpassen müssen, sondern dass es zu einer wechselseitigen Anpassung kommt und dass man dadurch von der Vielfalt profitieren kann, sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden. Ne? Also ich glaube, als erster Punkt muss ich mir schon mal überlegen, welche Rahmenbedingungen hat mein Seminar. Ne? Wen spreche ich an, zum Beispiel im Ausschreibungstext? Wo findet das Seminar statt? Ist es vielleicht so, dass ich dadurch schon mal unbewusst irgendwelche Menschen ausschließe an der Teilnahme? Zum Beispiel auch durch die Vorlesungszeiten oder Seminarzeiten. Dann geht es einfach darum, zunächst mal zu sagen, es geht um eine gewisse Offenheit. Ne? Es ist schon total viel gewonnen, wenn ich in der ersten Seminarsitzung sage, mir ist das Thema Vielfalt wichtig. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Kommen Sie auf mich zu, wenn Sie da irgendwie einen Bedarf haben. Also allein da ist schon total viel gewonnen. Dann geht es um das Thema Transparenz, also sehr, sehr klar zu machen, was sind meine Anforderungen, was sind meine Erwartungen, was muss im Seminar passieren. Dann würde ich sagen, geht es darum, die Rolle als Lehrender oder als Lehrende ein bisschen neu zu gestalten, also auch die Verantwortung zu teilen. Also es ist eine geteilte Verantwortung für den Lernprozess. Das heißt, natürlich bin ich dafür verantwortlich, dass ich gucke, was bringen die Studierenden mit, was haben die für ein Vorwissen, was haben die für Vorkenntnisse, wie ist die Motivation und so weiter. Ne? Da muss ich natürlich irgendwie Möglichkeiten einräumen, dass die Studierenden das reinbringen können. Aber dann sind natürlich auch die Studierenden dafür verantwortlich, das einzubringen. Dann geht es natürlich ganz klar darum, diversitätsgerechte Sprache zu verwenden. Ne? Also da haben wir auch eine Checkliste, die werden wir nachher anschauen. Also Sprache, Bilder, was verwende ich da zum Beispiel? Und dann geht es darum, natürlich unterschiedliche Lernstile zu berücksichtigen, zu gucken, wie kann ich die Studierenden niederschwellig in Austausch bringen und auch immer wieder in Austausch bringen mit Nutzung der, ihrer Vielfalt. Ne? Zum Beispiel, wenn ich Studierende habe, die viel Vorwissen mit reinbringen aus einem anderen Fach, weil sie vielleicht eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Wo kann ich das reinbringen? Wie kann ich da die Studierenden in Austausch darüber bringen. Und allgemein würde ich natürlich sagen, es gibt kein Patentrezept, ne? Es gibt einfach unterschiedliche Empfehlungen und ich muss halt für mich auch als Lehrende gucken, was passt für mich, womit fühle ich mich auch wohl, was passt auch zu meinen Studierenden und natürlich auch zu meinem Fach und zu den Gegebenheiten, ne? Also auf jeden Fall, ne, die Diskussion haben wir oft, dass man sagt, na, ich habe jetzt alles, was gesagt wird, geht ja in einem Seminarraum mit 10, 12 oder 20 Personen, aber was soll ich mit 80, 100 Leuten machen? Und ich würde sagen, natürlich geht es genauso, ne, auf anderen Ebenen natürlich. Also grundsätzlich ist es ja wieder so,
eine gewisse Haltung der Offenheit, Gesprächsbereitschaft signalisieren. Das kann ich vor 80 oder 100 Leuten genauso machen. Dann schaue ich wieder, was verwende ich für eine Sprache, wie sind meine Folien, ne, was sind da für Bilder drauf. Dann kann ich natürlich auch wieder schauen, die Studierenden in Austausch miteinander zu bringen. Es ist natürlich ganz klar, dass ich von diesem Austausch als Lehrende vielleicht nicht mehr so viel mitkriegen werde, ne, weil es ganz klar, wenn sich 80 Studierende untereinander austauschen, kann ich das natürlich nicht so schön ins Plenum reinbringen. Es ist natürlich dann ganz klar, ich kann weniger Sachen machen, wie jetzt methodisch, didaktisch, wie jetzt im Seminarraum. Aber zum Beispiel die digitale Lehre bietet ja auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Vorlesungsaufzeichnungen, danach irgendwelche Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und was man nicht vergessen darf, man hat ja auch immer oder sehr oft noch Tutorien, ne, im Anschluss. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, auch die Tutorinnen zu schulen im diversitätsgerechten Arbeiten. Und da passiert dann auch unglaublich viel auf dieser Peer-to-Peer-Ebene. Also auch das darf man absolut nicht unterschätzen. Und wie gesagt, also mir ist immer ganz wichtig, jede Lehrende, jeder Lehrender ist Expertin, Experte für die eigene Lehre. Und zu gucken, an welchen Punkten kann ich ansetzen. Also es ist eigentlich kein Zauberwerk, sondern es ist wo man sich so ein bisschen auf den Weg machen kann und in unterschiedlichen kleinen Schritten viel erreichen kann. Und also die halbe Miete ist echt die Gesprächsbereitschaft in meiner Erfahrung.